Herzlich willkommen zum neuen Video von Kerbal Space Program. Ich habe einen Kommentar bekommen von Minecraft Monkeys. Danke dafür. Und zwar Mondstation bauen, von der aus man bemannte Landemissionen zur Oberfläche starten kann. Danach kann man wieder zur Station. Kann man die wieder zur Station bringen und später mit solchen Tankschiffchen wieder voll tanken. Oder geh mit Sonde die Monde von Jol erkunden. Vielleicht im Cassini Jugends. Kein Plan. Satellit plus Lander in einem bla bla bla. Schwababbel blubber blubber die blubber. Während der Satellit im Orbit bleibt. Punkt. Anyway. Wir fangen in diesem Video mit der Mondstation an. Und. So. Naja, so schlecht sieht's gar nicht aus. Fliegt auch. Mal sehen, wie weit. 3205 Elektronik. Die hier oben ausmachen. Das brauchen wir noch. Unter Umständen. Naja, was war das Handy, falls ihr es gehört habt? Es gibt im Moment nicht viel zu erzählen, weil wir erst bei 3000 Metern Höhe sind. Wir können mal etwas langsamer machen, um ein bisschen Sprit zu sparen. Was ist denn das jetzt? Was ist denn das jetzt? Ich weiß nicht, ob man das hören kann, aber bei mir macht es da so im Hintergrund. Ja, solange meine Rakete nicht explodiert oder sonst irgendwas macht, ist mir das herzlich egal. Ah ja, und lasst euch dann einfach nicht irritieren von dem, was ihr dann gleich seht. Aber schon alles so in progressive ist. Weiß schon, was halt alles im Moment im Weltraum rumfliegt. Wisst ihr, was ich meine, glaube ich. Also hoffe ich zumindest, dass ihr wisst, was ich meine. Müssen ein bisschen an Neigung gewinnen. Ja, vielleicht noch ein Stückchen. So. Macht sie jetzt hier. Also hier ist es nämlich. Da haben wir schon ein bisschen was. Das ignoriert ihr einfach mal ganz steif hier. Wenn ihr wollt, dass ich was Neues anfange, dann mache ich das auch für euch. Dann fange ich das einfach nochmal von neu an, damit ihr das hier, damit das nicht so irritierend ist für euch. Aber ja. Egal. So, dann kommen wir schon fast wieder hier entlang. Jetzt haben wir dann auch gleich den Orbit. Dauert gar nicht mehr allzu lang. Gut, wir sind schon ziemlich weit draußen. Könnten wir eigentlich. Also wir können. Oder? Doch, haben wir gleich noch. Dann setzen wir mal den einen Tank ein hier. Zack. Ah,
Ja, das dreht sich natürlich jetzt ein bisschen, aber das kann man ja oben alles nur ausgleichen. Ja gut, jetzt wird's dann schon. Gut, das war's dann. Heilige Maria Magdalena. Vielleicht ein bisschen. Minimal. Na komm. So. Da möchte ich hin. Danke. Das muss auch schon. So, und jetzt heißt es mal noch ein bisschen warten. Dürfte jetzt normalerweise ein bisschen weitergehen. Genau. So sieht es nämlich aus. Wahrscheinlich fällt das jetzt dann erstmal wieder fett, weil wir schon über der Abo sind. Naja, das kriegt man hin. Das krieg ich mal hin. Hm, das war ja, was ich vergessen habe. Lichter. Das wäre vielleicht mal gar nicht so schlecht gewesen, hätte ich mal Lichter eingepackt. Aber gut, man kann nicht alles haben, ne? Jetzt mal hier. Ah, hier. Panels. Das kann ein bisschen schlecht, weil wir auf der falschen Seite sind. So, dann dürfte das andere auch gleich fertig sein. Ja, die Abo ist schon da. Die Perle ist schon da. So, und jetzt ab zum Mond. Ach ja, ist jetzt wieder ein Akt, das dann überzubringen. Ja, wir warten und wir warten und wir warten und wir warten. So, das dürfte sich jetzt dann schön rausziehen hier. Ja, liegt quasi gerade. So bei 100, denke ich mal, wenn wir ungefähr da sein. Wenn das hier auf 100 ist. So geht denn das jetzt? Also ja gut, ja, ist okay. So, und jetzt heißt's ein bisschen warten. So, beim nächsten Mal haben wir es dann. Am Arsch. Und da mache ich meistens was falsch. Entweder mache ich zu hin, also das, was ihr jetzt eher unten rechts seht. Ich zeige mit dem Finger hin, aber das könnt ihr ja nicht sehen. Oder eben
dagegen. Das verwechsel ich irgendwie ständig. Deswegen habe ich davor schnell gespeichert. Das dürfte jetzt normalerweise ein bisschen kleiner werden. Bis es dann bei mir ist. Genau. So. Dann haben wir dann gleich schon den Mondorbit. Im Normalfall. Ja, wenn er dann. Wenn er dann so nett wäre und dann hier unten hin. Danke. So, und jetzt der. Würden wir ja theoretisch auf dieses lustige Teil hier drauf klatschen, was wir ja nicht wollen. Jetzt müssen wir das Ganze ein bisschen erweitern, indem wir uns die Periapsis vom Mond holen. So. Da muss jetzt erstmal eine Periapsis hin, sonst kriegt man das ja nicht hin. So. Das reicht vollkommen aus. Ein bisschen zügiger, bitte. Ja, dann wäre ich dir voll vertraut, wenn das dann ein bisschen minimal schneller gehen würde. Ich meine, wir brauchen den Tank, brauchen wir ja eh nicht mehr. Das ist relativ egal, ob wir den jetzt verschießen oder nicht, weil die Mondstation bleibt ja sowieso. So. Und 30, 29, 28, 20, 17, 12, komm, 10. 10 kriegen wir hin. 10, 289, das sind. Jetzt muss ich gucken, ob hier da irgendwas ist. So, dann haben wir den Mond. Kreisen wir ihn da mal ganz hopp, flott. Jetzt weiß ich nicht, ob ich da andotze. Dotze ich da drauf? Dotze ich hier an, wenn ich 10 habe? Nö, wir gehen nämlich schon wieder weg. Ha! Geil! Entschuldigung. Das heißt, wir müssen hier. Minimal erweitern. So. Ja, und da wir jetzt das auch schon fertig haben, war es das erstmal für den ersten Teil. Ich verabschiede mich und danke fürs Zuschauen.